Ja, hallo, herzlich willkommen, Leute, hier zurück bei unserem Roadtrip oder The Crew Roadtrip. Ich immer drehe es rum. Ich sollte meine Rubrik vielleicht doch umbenennen, dann bekomme ich sie auch richtig ausgesprochen. Naja, wir stehen mit unserem Ford Focus RS, die ist jetzt hier in der Straßenversion, hier in Amarillo an einer Tankstelle. Wie heißt die? American Petrol, okay. Und ich habe mich jetzt mal hier für die Straßenedition entschieden und wir setzen unseren Weg fort. Ja, jetzt nicht wundern, warum jetzt plötzlich die Karte hier schon weiter aufgedeckt ist. Ich war schon ein gutes Stückchen weiter gefahren, jedoch ist dann das Spiel abgestürzt und die Aufnahmedatei war nicht mehr zu gebrauchen. Also ist es für mich jetzt nicht mehr unbedingt die Riesenüberraschung, die jetzt kommt. Aber naja, euch möchte ich das ja trotzdem nicht vorenthalten. Okay. Weiß jetzt nicht, wo die Sirene hier kam. Ist mir aber auch egal. Jetzt machen wir hier noch eine kleine Stadtrundfahrt. Da weiß ich nie, was zu einem, was das bei den meisten Spielen, bei den Navigationsgeräten so, was ihnen das bringt. Ich hätte jetzt auch genauso gut können, zuerst noch ein gutes Stück geradeaus, wäre dieselbe Entfernung gewesen. Naja, ob ich jetzt quasi gegen oder im Uhrzeigersinn um einen bestimmten Block fahre, ist eigentlich egal. Wenn ich luftlinientechnisch einmal quer durch will. Oder ist im Normalfall. Egal. Aber naja. Wir sind jetzt aus Amarillo raus, sind jetzt in den Südstaaten. Jetzt habe ich nicht genau gelesen, Texas noch irgendwas. Und man merkt schon anhand der Landschaft, es wird jetzt wirklich mehr so Big Ben sind wir jetzt. Wir haben noch viele Bäume, es ist noch ein bisschen was Grünes zu sehen, aber im Großen und Ganzen kommen wir jetzt langsam in einen Steppenbereich. Wo haben wir hier Ingame? 4:24 Uhr, das heißt, wir werden in die Nacht reinfahren, wenn wir Richtung. Wow! Dann trotzdem nur Bronze? Das ist ja Beschiss. Warum kann ich es doch nicht aus. Ach. Schicken wir es ins Headquarter. Wobei ich hier merke, das ist gar nicht die Strecke, die ich das letzte Mal gefahren bin, oder? Oder doch? Doch, doch, ist die Strecke, die ich das letzte Mal auch gefahren bin, ist okay. Ich habe mich aber etwas gewundert. Auf jeden Fall, man sah es jetzt auf der Karte schon, man sieht jetzt hier auch nochmal, wir kommen jetzt hier ins doch nochmal ein bisschen grünere zurück, bevor wir dann Richtung Santa Fe komplett in, in die Steppengebiete abdriften. Da draußen sind Leute. Vielleicht wollen die sich anschließen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ist mir ehrlich gesagt dann doch ein bisschen egal. Doch ja, das da ist die Strecke, die ich das letzte Mal gefahren bin. Hier den Tempotest, den ich doch nicht machen kann. So weiter und so fort.
Zweifel nicht schuld, wenn man dich aus dem Straßengraben kratzt. Du brauchst noch mehr Erfahrung. Und wie man sieht, ich habe den Tacho immer noch auf Meile gestellt. Also im Normalfall komme ich mit Kilometer einfach mehr klar, weil klar, das ist das, was ich gewohnt und gelehrt bin. Das metrische System und nicht das, heißt das imperialistische? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall das Meilensystem. Aber im Grundprinzip ist es egal. Und heute probieren wir es aus. Fahr enge Kurven, um die Cops abzuhängen. An alle. Eine endlich mal ein bisschen Verfolgungsjagd spielen. Jetzt habe ich hier aber ein bisschen viel. Meinung. Ja, wir haben aber jetzt schon. Nein. Wow. Boah. Wir haben jetzt schon 3 von 5 Verfolgungssterne. Schauen wir mal, dass wir die auf dem Weg nach nach Santa Fe die Cops wieder loswerden. Alle Bodeneinheiten, Air Support kommt. Hier spricht Air Support. Wir verfolgen jetzt das Ziel. Achtung, wir haben sie. Wow. Was war denn das? Zentrale, der hält uns hier ab. Verstanden. Verfolgen Sie weiter und warten Sie auf Anweisung. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Sie werden dringend gebraucht. Alles verstanden. Das war jetzt aber gerade ein riesiger Bug. Oder? Achso, sind wir sie auf jeden Fall. Wir können das Zielfahrzeug nicht mehr sehen, Zentrale. Er ist weg. Okay, dann setzen wir uns doch ein bisschen zurück. Er fährt jetzt tatsächlich über die Gleise weiter. Nochmal ein bisschen. Ich kann ihn nicht mehr sehen, Zentrale. Alles klar. Alle Verfolger bereit machen. Wieder in Sicht. Okay. Was ist gerade so ein Präriehund? Das sind neue Fahrer. Vielleicht brauchen die Hilfe. Oh. Nochmal, wir haben ihn verloren. Sieht man erstmal, wie weit uns die Polizisten das letzte Mal geschossen haben. Zurück nochmal, würde ich sagen. Oh, wie blöd. Langsam.
langsam, Kumpel. Naja, hier sind wir schon irgendwo nochmal richtig, glaube ich. Sammle Erfahrung. Aber dafür sieht jetzt unser Fokus wirklich mehr als nur mitgenommen aus. Ist halt so. Und wir sind jetzt gleich in Santa Fe. Da wollte ich mir das letzte Mal schon mal angucken. Das sind einfach so ein bisschen auf. Naja. Diese. Es gibt doch diese komischen Ureinwohnersiedlungen, da ist die Siedlung. Diese Ureinwohner-Geisterstadt mit schon gemauerten Häusern in den USA, irgendwo in der Wüste. Ist das dann so ähnlicher Stil? Und wir sind in Santa Fe. Fahren wir gerade mal hier ins Drive-In. Naja, ein bisschen trostlos eingerichtet da hinter der Glasscheibe. Und ich gucke jetzt mal kurz hier was nach. Wir haben ja Zustand 96, 83. Ich glaube, die Zahl ist gar nicht so interessant als der Balken darunter. Oh, gut, da könnte man sich mit Gedanken machen, irgendwann das Ding mal reparieren zu lassen, aber. Na, solange das ja alles noch im grünen Bereich ist. Und was haben wir hier in Santa Fe? Was ist das? Ach, das ist einfach so ein großer, super Mall-Parkplatz. Geht's da oben hin? An die Canyonlands. Da kommen wir irgendwann später mal hin. Wir sind jetzt auf dem Weg hier runter nach Holbrook. Holbrook. Was da ist, auch typisch amerikanisch, ein Motel mit Pool. Der Pool aber im dieser Innenhof zur Straße hin, okay, wegen Parkmöglichkeiten und allem. Einmal frei bei dem Pool in diesen Hof, sodass das erste Mal rund um die Autos parken und man den Verkehr vor der Nase hat. Da kommen nur Amerikaner drauf. Das wäre so, als würde bei uns jedes Hotel direkt, jede Ferienanlage direkt die Schwimmgelegenheiten zur Hauptstraße hin direkt in Sichtbereich der Hauptstraße legen. Als wir uns in Europa immer hinter den Gebäudekomplexen. Hier haben wir so ein Motel mit so Tippies. Naja. Ein komischer Store. Hab guckt, ob es hier vielleicht was Passendes gibt, um unser Ziel hinzusetzen. Eine Tankstelle zum Beispiel. Nee, das ist nur so ein Unterparkstand. Nö. Haben wir jetzt hier nicht. Doch, hier so ein bisschen außerhalb. Setzen wir jetzt unseren Wegpunkt dahin. Und von dort machen wir uns dann auf den Weg zu einer Rennstrecke, gar nicht allzu weit, also fast dann auf dem Weg nach Las Vegas. Wie viel haben wir jetzt? 4:45 Uhr, naja. Wir werden vielleicht, also wenn es gerade dunkel wird, bei der Rennstrecke ankommen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen Zeitgefühl auch für die Strecke habe. Oh.
aufsetzen klang nicht allzu gesund. Und für uns... Oh. Wow. Das hätte aber wirklich knapp werden können. Ich weiß ja, wo der hinfährt. Wir waren ja eben auf den Gleisen. Ist ja okay. Ich kann gerade sagen, mal gucken, wo der hinfährt. Schwachsinn. Und außerdem haben wir ja ein Ziel vor Augen. Auf nach Holbrook. Wir sind immer noch tatsächlich auf der Route 66 oder zumindest das, was im Spiel der Route 66 am nächsten kommt. Und mal wieder nebenbei $192 erwirtschaftet. Jetzt hatten wir auch endlich mal so eine kleine erfolgreichere Verfolgungsjagd mal mit dabei. Wenn ich auch sagen muss, dass ich das eigentlich das Ende jetzt ein bisschen abrupt schade fand, dass uns durch so einen Glitch, ich würde es nicht mal Bug nennen, ja, durch einen Glitch wir so wegkatapultiert wurden, dass sie uns gar nicht mehr erwischen konnten. Dass wir sie mussten abhängen. Also wir sind jetzt von der schon fast wüstenhaften Landschaft schon wieder ein bisschen mehr Richtung grünere Steppe gewandert. Da sind noch andere Fahrer unterwegs. Vielleicht wollen die mitmachen. Also wenn da draußen... Das liegt da, natürlich da so in YouTube drin, in diesem Video gefangen. Nein, also wenn es Zuschauer gibt, die hier gerade dieses Let's Play gucken und selbst am PC The Groot zocken und denken, oh ja, man könnte ja mal... so gemeinsam so ein, was weiß ich, ein paar Missionen machen, ein paar Rennen fahren, so ein bisschen die Karte erkunden. Solange du nicht mehr Erfahrung hast, beziehst du Prügel. Der kann sich gerne bei mir melden. Da kann man auch Skype-Adressen austauschen. Was weiß ich, wie man in Kontakt bleiben will. Und da kann man sich ja tatsächlich auch mal gezielt treffen. Um dann mal was hier zu fahren, da bin ich immer offen dafür. Bin leider in meinem Bekanntenkreis der Einzige, der diese Art Spiele so zockt. Sowieso, ich bin da so ziemlich der einzige Klischee-Zocker, würde ich jetzt fahren, obwohl das bin ich auch nicht. Es gibt so viele, ich nenne sie jetzt mal In-Spiele, die ich nie... Wo ich jetzt nicht sagen, dass ich die scheiße finde oder dass die schlecht wären. Das noch nicht mal, aber zu denen ich einfach irgendwie keinen Draht finde. Sowas ist zum Beispiel Minecraft. Ich bewundere das, was manche da in Minecraft bauen. Da fällt mir die Kinnlade runter. Und ich verstehe auch, dass, dass das Spiel einen gewissen Reiz auf viele Leute ausüben kann. Ich selbst bin mit dem Spielen von Minecraft nie warm geworden und es gibt, ich glaube, 90% aller Let's Plays auf YouTube, egal welche Sprache, sind Minecraft Let's Plays. Ich meine, natürlich findet ja jeder irgendwo vielleicht seinen Anführungsstrichen Lieblings-YouTuber, dem er dann zuschaut bei Minecraft zocken. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, ich bin jetzt ein Minecraft-Fan. Ich zock selbst viel und dann hole ich mir noch die Zeit, das so viel zu, zu viele Videos zu sehen, habe ich dann nicht irgendwann einfach mal, naja, so
wiederholt sich da nicht viel von dem, was man dann sieht? Ich meine, ich schaue mir ja auch nicht 5 Let's Plays Alan Wake an. Ich habe Alan Wake selbst durchgezockt und das ist auch ein Spiel, das ich auf jeden Fall mal irgendwann nochmal spielen werde, vielleicht dann auch hier für den Kanal. Auch wenn ich sagen muss, dass gerade Alan Wake eine Spitzenstory hat mit einem riesen, ja, Plot kann man es nicht nennen. Es wird ja am Ende dann doch so ein bisschen, also es wird halb erklärt, aber auch halb wird man im Dunkeln tappen gelassen. Manches erklärt sich dann durch Alan Wake's American Nightmare, das aber auch seine viele Fragen offen lässt. Drücken wir es einfach so aus. Und ja, jetzt weiß jetzt gerade nicht, wie ich das ausdrücken soll. Der Wiederspielwert des Spiels ist aber an sich relativ gering, weil man beim zweiten Mal ja schon weiß, was kommt. Und das Spiel lebt viel von den Oh fuck Momenten. Und wenn man da schon weiß, was jetzt kommt, oder im Großen und Ganzen, oder vielleicht ganz kurz im Moment, wenn man jetzt, was weiß ich, wenn es jetzt in ein paar Monaten nochmal zocken würde, ist es dann bestimmt 2 Jahre her. Zwei Jahre her, dass ich Alan Wake gezockt habe. Da weiß ich natürlich nicht mehr alles und ich weiß auch nicht mehr, wie ich jede Stelle direkt beim ersten Anlauf meistere und da wird es dann bestimmt der eine oder andere Moment geben, wo ich dann kurz denke, oh fuck, und dann gleich drauf aber die ganze Szene wieder vor Augen habe und der Rest mich dann nicht mehr überrascht und ich finde, das reißt einen dann schon so ein bisschen raus. Reißt dann nicht raus, aber es ist Quatsch, das war jetzt falsch ausgedrückt. Ich denke schon, dass einem da dann der Wiederspielwert schlicht und einfach fehlt. Ich setze mir jetzt keinen Wegpunkt mehr, denn ich denke mir einzubilden, dass ich in etwa den Weg kenne. Hier Holbrook, ich habe mal so ein bisschen im Internet mal geguckt, ist tatsächlich so eine Stadt, die scheinbar steht und fällt mit der Route 66. Halt 95% Tankstellen, Motels, Werkstätten, das sind neue Fahrer. Restaurants und alles, was so ein bisschen was damit zu tun hat. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ein bisschen Landwirtschaft drumherum. Ich kann das jetzt wieder als Augenzeugenbericht sagen, das müsste jetzt mal jemand dann schreiben, der vielleicht schon mal so eine Route 66 Tour gemacht hat und sich an diesen kleinen Ort noch erinnert. Auf dem Straßengraben kratzt. Du brauchst noch mehr Erfahrung. Ja, dann vielleicht mal schreiben kann, da war ich vor bla 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 bla, Zeitraum XY und Tatsache, das ist wirklich ein Motel nach dem anderen und oder Restaurant, Tankstelle etc. pp. Oder nee, eigentlich gar nicht mehr so, da hat sich viel geändert. Nein, ich will gar nicht die Karte öffnen. Ich will nicht das da, ich will hier die Map vergrößern, jawohl. Und ja, also wenn hier jemand zuschaut, der schon mal die Route 66 abgefahren ist, ob jetzt Motorrad allein auf eigene Faust in der Gruppe, mit Auto, mit vielleicht eine Bustour, oder nur so ein Teilstück und sich halt wirklich so an diese kleinen Ortschaften erinnert, kann ja sagen, ob das zumindest zu den heute, wenn das nicht allzu lange hier ist, mit heute, gilt natürlich auch noch vor 5 Jahren. Vor 10 Jahren ist schon wieder was anderes. Das war 2005, 2004, 2005, je nachdem.
Wir sind ja erst im Januar, da bin ich jetzt mal noch nicht so übergenau. Oder vielleicht sogar mit diesem Video schon im Februar. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber wir sind noch relativ am Anfang unseres Jahres 2015. Deswegen lasse ich auch noch 2004 als vor 10 Jahren gelten. Da kann sich schon wieder relativ viel verändert haben. Wobei sich dann, glaube ich, nicht so eine ganze Dorfstruktur verändert. Also sagen wir mal so, alles was dann so ab 2000 bis heute mal dort war und dieses Video vielleicht sieht, kann ja schreiben. Einmal, ob... Ich meine, das, was man so im Fernsehen... Ich habe auf Phoenix zum Beispiel kam, kommt... Es kommt immer mal wieder die Sendung Mehrteiler, wo sie mit... Du eine Gruppe mit Motorrädern über die Route 66 fährt. Und so weiter und so fort. Und ich finde, das, was man da gesehen hat und was man sonst so immer im Fernsehen, im Internet und in Büchern, was weiß ich noch, was es alles für Medien gibt, wo sich mit dem Thema Reisen beschäftigen kann, sieht, ist exakt dieses Bild, das auch hier so relativ gut eingefangen ist. Trotzdem würde ich manchmal mal gerne von jemand hören, der es vielleicht selbst erlebt hat, wie er halt die Sache dort gesehen hat. Ja, wir sind immer noch der Route 66, da im Silo hat man es schön lesen können. Nein, ich bremse jetzt nicht und fahre zurück. Nein, nein, nein. Da vorne kommt ein Polizeiwagen. Achtung, ein gefährliches Fahrzeug bedroht den Bereich. Alle Patrouillen aufpassen. Roger. Ganz dicht vorbeigefahren und das bringt ihn jetzt nicht dazu, eine Verfolgungsjagd zu starten, dass da einer mit weit über 100 Meilen ganz dicht um ihn rumzirkelt. Aber wenn ich ihn leicht touchiert hätte, dann wäre direkt Polen offen gewesen. Naja. Der wunderschöne Sonnenuntergang da gerade parallel dazu. Ja, ein Ingame haben wir auch jetzt 9 Uhr. Geht langsam auch 20 nach 9 zu. Und ganz ehrlich, ich weiß gerade absolut nicht, wie lange wir hier schon aufnehmen. Ich habe weder auf die Uhr geguckt, noch habe ich den Timer gestartet. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die Teile jetzt langsam so mal so zwischen einer halben Stunde und dreiviertel Stunde einpendeln zu lassen. Wenn auch mal so ein Teil dazwischen ist, der vielleicht mal 25 Minuten lang ist. Das hebt sich dann mit dem nächsten, der 45 Minuten lang ist, dann locker wieder auf. Da draußen sind Leute. Vielleicht wollen die sich anschließen. Aber, ich muss mir das Aber M abgewöhnen. Das kotzt mich wirklich gerade langsam an. Ich würde sagen, wir fahren noch ein gewisses Teilstück. Und dann... Ich meine so jetzt hier unterwegs. Langsam, Kumpel. So weit bist du noch nicht. Sammle Erfahrung. Halte ich irgendwann mal an. Was ist hier? Geht's nicht nach Süden, da geht's nach Norden. Aber. Ach, Barthorn. Halten wir hier an. Chase Hotel Eatery an und schauen mal auf die Karte. Ja, wir müssen hier hoch. Hab ich ja fast gedacht, sonst sind wir nämlich schon blitzschnell in Richtung Los Angeles und da kommen wir auch noch hin. Wir fahren diese Strecke nachher nochmal zurück. Aber wir wollen hier zum Golden Hills Racetrack und ich setze jetzt doch hier mal einen Wegpunkt. Und wenn ich das schaue, haben wir schon noch ein gutes Stück vor uns. Also fahren wir noch nach Barstow. Trennen die das oder setzen die das zusammen? Keine Ahnung.
Ja, ich würde sagen, da fahren wir noch hin und dort machen wir, beenden wir diese Folge und fahren dann den Rest in der nächsten Folge unseres Let's Plays. Aber hatte ich es doch noch gut in Erinnerung. Wenn man jetzt sieht, das Auto ist zwar jetzt optisch noch mal ganz, aber der Zustand dürfte trotzdem nicht der beste sein. 96, also jetzt hat sich wieder verschlechtert, noch verbessert. Ja, hier wird die Highway, ach, die ist ja kein Highway. Die Route zweispurig in jede Richtung wird. Also diese Wetterstimmung haben sie wirklich ganz gut eingefangen. Ich hoffe, dass früher oder später doch noch ein Add-on kommt. Oder Update, mir wäre es eigentlich ein Update lieber. Add-on klingt direkt nochmal nach DLC und kostet Geld. Sondern einem Update kommt, wo sie dann auch Regen mit einfügen. Also Gewitter muss ja kein jetzt Unwetter à la Hurricane sein. Oder Tornado irgendwo. Aber so ein bisschen Regen, Gewitter, mehr bewölkt, nasse Straßen. Ich weiß, dass das jetzt hier bei so einer Riesen-Map verdammt schwierig ist, aber, großes, dickes Aber, die Entwickler von Test Drive Unlimited 2 haben es im Gegensatz zum ersten Teil auch hinbekommen. Wir haben nämlich nicht, beim Zweier damals kam nämlich Wetter und also Tageszeiten und Wetterbedingungen hinzu und das würde hier bestimmt sehr gut passen. Dein Kind will ja auch nicht hier zwischen den Häusern parken. Naja, an dieser Stelle beenden wir jetzt diese Folge. Kurze Ende meiner Ausführungen über das Gelaber. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade als letztes gesagt habe. Fällt mir gerade so auf. Ich gerade kurz mich darauf konzentriert habe, irgendwo eine Uhrzeit zu erkennen, dann der Tussi da noch zugehört habe und dann war der Faden weg. Ist egal, wir beenden diese Folge. So wichtig war es eh nicht. Wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Sehen uns zur nächsten. Das müsste dann Teil 7 sein und damit dann wieder ein Sonntag sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut die nächsten Folgen auch. Würde mich auch freuen, wenn ihr was in den Comments da lässt. Auch so ein bisschen was Richtung, ja, wie ich gesagt habe, wenn mal jemand auf der Route 66 unterwegs war, kann er das schreiben. Wenn jemand Interesse hat, auch mal so ein bisschen zusammenzufahren, kann er das schreiben. Auch wenn es jetzt zum Ausstrahlungszeitpunkt der Aufnahme schon etwas, ein paar Wochen, so 2 Wochen, 3 Wochen zurückliegt. Das ist eben so, wenn man nur 2 Folgen pro Woche bringt. Ja, dann, aber das ist ja trotzdem immer noch das Interesse da, auch so ein bisschen was hier zu unternehmen, zu fahren und, würde mich da immer freuen, bin da immer offen. Kann ja in die Comments schreiben, in die Kanaldiskussion schreiben. Das sind neue Fahrer. Vielleicht brauchen die Man Hilfe. kann mir an die hier bei YouTube hinterlegte E-Mail-Adresse schreiben. Man kann Skype-Namen austauschen. Alles gar kein Problem. Wäre dann sogar vielleicht noch ein bisschen besser, um uns während so einer gemeinsamen Fahrt auszutauschen. Wie gesagt, einzige Sache ist, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es hier PlayStation, Xbox und PC Zocker zusammen auf einem Server zocken können werden, bla bla bla. Wenn es so ist, dann ist es ja egal. Ich glaube es aber zu 99% nicht.
Ich sage extra, ich glaube, weil ich will jetzt gar nicht sagen, ich weiß es, wenn ich weiß es nicht. Das ist so eine Sache. Naja, auf jeden Fall. Ich zock's halt auf dem PC. Und wenn da draußen, das klingt immer so. Und wenn jetzt jemand zuschaut, der auch auf dem PC zockt und der denkt, ja, könnt ja was zusammen machen, hier mit Screw, sich ruhig bei mir melden. Alles kein Problem. Damit sage ich Tschüss, macht's gut. Bis Teil 7 von unserem The Crew Roadtrip. Ich hab's sogar jetzt richtig rum hinbekommen. Euer Replika Solange du 666. nicht mehr Erfahrung hast,